Überregional übernimmt Deutz Fahr die Anzeigenwerbung. In Monatsblättern, in Wochenzeitschriften. Und das mit zuständigen Händleradressen, die jetzt voll in die Anzeigen integriert sind. Vor Ort aber soll der Händler Einfluss nehmen auf das Werbegeschehen. Das Wochenblatt, die örtliche Tageszeitung oder das Anzeigenblatt sind dafür geeignete Organe. Für gezielte Produktwerbung steht eine breite Palette von neuen Vorlagen bereit. Die Produktanzeigen werden 1987 bei der Bezuschussung durch Deutz Fahr im Vordergrund stehen. Die Abwicklung erfolgt über die Werbeagentur Promot. Diese Firma wird im nächsten Jahr den Handel noch stärker unterstützen und bei der Werbung intensiv beraten. Für den Handel gibt es auch 1987 umfangreiches Werbematerial. Die Flurpostblätter als Beilage zur Geschäftspost. Poster, Werbeschilder und Dekorationen. Die Plakatanschläge werden fortgesetzt, 9-mal im nächsten Jahr. Die eigene Händlerzeitschrift, 3 Ausgaben sind geplant. Unser Wandkalender. Über 210.000 deutsche Landwirte sehen diese Werbebotschaft. Als Unterstützung des Verkaufsgesprächs die Prospekte. 2/3 sind neu gestaltet. Die Videokassetten mit neuen Themen und einprägsamer Gestaltung. Der Verkauf von Zusatzartikeln wird forciert. Das Sortiment wird erweitert. Bei der Freizeitkleidung werden wir ganz im Trend liegen. Für Ihre Mitarbeiter die neue Arbeitskleidung. Auch über den MEWA Mietservice wird sie den Deutz Fahrhändlern angeboten. Deutz Fahr 1987. Eine Werbung mit neuem kommunikativen Auftritt, Verstärkung des Werbedrucks, neuen und vielen Möglichkeiten für wirkungsvolle Werbung durch den Handel.